Kannst du mal den Hänger rüberfahren zur anderen Stelle? Zu welcher anderen? Ach, da nach Naja, wurde. hinten. Auf festschnallen, ne? Dass das nicht runterfällt. Oh. Kannst du aber auch von innen machen. Mit L bitte mal. Nochmal. Danke. Vielleicht mal irgendwas ausgesät werden? Fragezeichen. Im Januar nicht, ne. Weizen hatten wir, ne? Haben wir gemacht. Keine Ahnung. Die Geräte haben heute alle ein seltsames Eigenleben. Ja, gut. Ich habe ja auch kein Gewicht dran. Naja, gut. Okay, gut. Lügen ohne Gewicht geht nicht. Ja, ich fahre jetzt erst. Egal. Genau. Nein.
Also kann ich wieder spulen, ne? Haben Naja, wir haben ja hier noch ein Sonnenblumenfeld, was gepflügt werden muss. Das kleine hinten. Achso. Das haben wir total vergessen. Und das ist so, viereckig. Ja, was heißt vergessen? Wir hatten einfach keine Traktoren dafür. Das ja. Da das recht viereckig ist, kann man da einen Helfer gut anstellen. Hoffe ich mal. Auch für den Salat. Aber ich glaube, die Lohnzahlung jetzt war noch nicht von dem hier, weil der hat ja gerade erst angefangen. Das ist noch von dem anderen. Na, das lohnt sich schon eher, ja. In den oberen Feld ist echt ein Potzen. Ja. Jetzt entweder begradigen wir das mal, weil das geht ja bis in die letzte Ecke. Ja. Gut, fertig. Gut. Okay.
Na, das kann er doch gut machen hier, das Feld. So. Wir schwimmen ja im Geld, da müssen wir dringend was ausgeben. Unbedingt, ja. Wann ist ab März? Ist, glaube ich, ab 10, ne? Ja. Ja. Sonnenblumen ab März. Und dann ist es gut, wenn der das hier gerade mal pflügt. Kalken, düngen. Was schon, wollte ich gerade machen. Das heißt, im März kommt dann Sonnenblumenöl und Honig. Ja, glaube ich schon. Cool, wir sind nur noch am Verkaufen hier. Ja, der Hof ist auch schon gut leer. Oh ja. Wird auch Zeit. Jo, dann war nicht hier Lagerplatz, ne? Also der verschimmelte Salat vom letzten Jahr muss ja jetzt endlich mal teuer verkauft werden. Ich dachte, das war ein verschimmelter Hund. Ah. Naja, vor allem brauchen wir den Platz, weil da kommt ja auch wieder neues Zeug hinzu. Bin mal gespannt, was wir für das Sonnenblumenöl so kriegen. Hm. Wir hatten doch gerade vorgespult, ne? Mhm. Und trotzdem sind die Hühner voll mit Nahrung? Ich hab gerade nachgefüllt. Ach, okay. Wunderte mich schon. Ich habe Glück gehabt, dass die Salatpalette genau in den Bauernmarkt gefallen ist. Zwei Paletten geben ungefähr 2000. Das ist doch schon ein bisschen mehr als Erdbeeren. Oh.
so bitte beim Hühnernachladen den Wagen nie zwischen diesen beiden stehen lassen, weil ich brauche den Rangierplatz, um die Eier dort rauszunehmen. So, ja. Also immer quasi rüberfahren auf die andere Seite. Ist ja nur noch mit Palettenumschichten beschäftigt. Zack, ja, es wird immer mehr. Das ist nicht der Farming Simulator, das ist der Palettenstapel. Kann man dafür nicht auch einen Helfer einstellen? Keine Ahnung. Einfach mal hart. Aber wer weiß, wo er die dann hinfährt, oder? Denken wir mal an die Düngeaktion, wo er den ganzen Hof gedüngt hat. März. Friedrich März. Nein. Okay. Soll ich vorspulen? Naja, aber nur bis Anfang März. Wir müssen ja dann hier sehen und hier muss noch vorher gedüngt und gekalkt werden. Der ist ja erst bei der Hälfte des Feldes. Also das kann schon noch ein bisschen dauern. Thank you.
Uwe, kannst du mal mit dem, oder irgendjemand, der frei ist, auch Tobi, ja, was mit denn? Dem Transporter hier runterkommen? Welchen Transporter, wo runterkommen? Mit der Ladefläche runter zum Rapsöl, Sonnenblumenöl, dass ich das mal aufladen kann. Wo steht denn der da hinten? Wo hättest du denn gerne hin? Am besten hier auf die Grünfläche direkt daneben, parallel. Finde ich einfach. Ja, ist schon okay. Ja, jetzt ist Luft. Ja, ich weiß, warte bleib mal. Bleib so stehen. Ja, ist ja blöd, wenn du jedes Mal da außen rum musst. Ja, ist ja nur für die Palette jetzt, wenn ich die da weggeräumt habe, ist das ja okay. Eine Menge Öl. War ja auch eine Menge Sonnenblumen, die wir haben. Sehr merkwürdig. Ich krieg die Motten her. Was denn, runtergefallen oder? Ja, das geht alles nicht. Ja, das Problem ist, die Fläche davor, die ist halt auch nicht so eben. Da hast du auch Schwierigkeiten, Kisten aufzusammeln. Du kannst wirklich immer nur eine Scheißpalette nehmen. Ja, ja. Zwei auf einmal und dann ist es schon vorbei. Und das geht hier mit dem kleinen Gabelstapler noch viel schwerer. Weil der gar nicht die Kraft hat. Ist schon wieder Honig? Hallo, ich hab doch gerade erst. Und der Honig muss ja auch. Naja, der ist jetzt auch im März. Na, großer, ich hab beschleunigt, deswegen. Ach so, ich wunderte mich gerade. Plopp. Oh, Honig muss im Februar verkauft werden. Ja, März. Wir haben schon März, ja. Wir haben den Honig verpasst. Hä, der war doch auch im März. Steht Februar. Die waren vorhin auf gleichem Level. Kann sein, dass ich es kenne. Ich meine, das ist immer noch eine Menge, was wir auch jetzt kriegen würden. Das ist... jetzt nicht so viel weniger, aber ja. Na gut, dann weg damit, also.
Oh Gott, ich werde 100 Jahre hier brauchen, das Sonnenblumenöl wegzustapeln. Mhm. Wo ich immer nur eine Palette nehmen kann. Ja. Kann ich dir mit dem kleinen Gabelstapler da helfen? Dieser Scheißstein. Warum hänge ich jetzt an dieser scheiß Laterne fest? Ich bin noch mindestens einen Zentimeter davon entfernt. Ach Gott, das ist ja schon wieder alles voll. Ja. Meine, auf dem LKW kann man es ja dann mehrfach stapeln, aber... Ja, ja. Hey! Hey! Hast du das gesehen? Nee, gesehen habe ich es leider nicht, aber... KI. Ach so, Auto. Mhm. Auto. Steht der Anhänger kacke hier. Ja. Wieso kann ich denn... Oh, ist der kleine Gabel... Ist das Öl so schwer? Weiß es nicht. Versuch's mal von der Seite, also von der Abladefläche runter. Ah, jetzt. Okay. Das Problem ist, so kann ich das ja auch nicht auf dem Hänger packen. Das ist nicht. Das ist natürlich höher nehmen, das sollte doch gehen, oder? Naja, dann steht da quer drauf. Ach so, du hast jetzt, ja, okay, du hast, ja, ich sag, dann nimm's von der Seite. Naja. Ja. Noch dabei. Ja, ist er noch. Gut. Dass es hinten kein Gegengewicht für die Dings gibt, dann könnte man nämlich auch zwei Paletten nehmen. Wenn das hier kein Geld bringt, ne, dann trinken wir das ganze Öl alleine. Nein, 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 jetzt fällt das. Wenn das runterfällt, dann machst du das alles wieder alleine drauf, Freundchen.